Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Ich bin Klüm und wir spielen offensichtlich Evoland immer noch in diesem Dungeon. Die Texturen hier an der Wand sehen cool aus. Und wir haben als letztes diesen Wasserweg freigeschaltet und hier ist Labyrinth. Ja, okay. Lauf immer nach links oder was? Rechts? Ist eigentlich scheißegal, ob wir immer nach links oder rechts laufen. Am Ende kommen wir sowieso an. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ja, okay, das führt eh zusammen. Du bist tot. Hier geht's lang, du bist tot. Was ist hier? Ist hier vielleicht ein Geheimnis oder so? Nö. Okay, aber du bist nicht tot. Oh, du bist tot. Tschö. Und du bist auch gleich tot. Schön. Okay, ja, okay, das ist jetzt nicht ein großartiges, schweres Labyrinth. Da braucht man einen Schlüssel. Haben wir noch einen? Nö. Kein Schlüssel für uns. Aber wir können nach rechts. Ach, wir können doch nicht nach rechts. Ein bisschen nervig ist die Musik schon, ne? Okay, was haben wir denn hier oben? Eine Truhe wahrscheinlich mit einem Schlüssel. Mensch, ich sollte Wahrsager werden. Rate mal wofür. Wahrscheinlich für eine Tür. Wahrscheinlich für die Tür, wo wir gerade vorstanden. Da waren wir hier schon. Nö, denn hier ist auch noch eine Truhe. Und was ist hier drin? Eine Karte? Eine Karte oder eine Sternkarte? Ein Stern. Okay, ich habe 10 versteckte Sterne gefunden. Schön. 10 von 30. Und wir haben 10 von 23 Karten. Entschuldigung. So. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich freue mich, wenn wir Evoland beendet haben. Also jetzt nicht, weil ich Evoland scheiße finde, sondern weil ich freue mich dann aufs nächste Spiel, was wir zusammen spielen. Das bringt immer so eine schöne Abwechslung auf diesem Kanal. Einmal auf hier, einmal rein da. Oh, ein Skelett. Au. Ich habe dich zu spät gesehen, mein Friendo. Entschuldigung. Störst du jetzt mal? Dankeschön. Oh, ich habe nur noch... Dreiviertel Herzen. Jetzt habe ich nur noch 3,5 Herzen. Nö, lass ich nicht mit mir machen, Arschloch. Okay. Da ist ein Topf, da werden wir wahrscheinlich ein Herz finden. Sehr schön. Und, oh, verschiebbarer Klotz. Nein. Verschieb den Klotz vielleicht. Ah, okay, mit Y, warum auch immer. Klick! Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen zurückgehen und gucken, ob da hinten was ist. Warte, ich schneide das mal eben. Nein, anscheinend nicht. So, da sind wir wieder. Nur eben gucken, ob da was war. Ihr wart dabei. Zack, zack. Och ne, hier sind schon wieder 2 Schalter. Danach muss ich wieder zurückrennen. Egal, hoffentlich gut, dass ihr das nicht sehen müsst, ey. So, einmal da und einmal da hinten noch. Hallo? Danke. Danke, ey. So, und ich gehe wieder mal kurz gucken. Ah, offensichtlich immer noch nicht. Macht aber nichts, jeder Gang hält schlank und ich bin ja sowieso wieder oben. Ihr kriegt davon sowieso nichts mit, also, ne? Nur kurz, wo wir da waren. Was ist denn hier unten noch? Ein etwas zu groß geratener Raum, wie ich finde. Was ist das hier? Ein Krug? Ein Herz? Okay, 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 okay. Langsam kommen wir der Sache näher. Oh. Oh nein! Nein, Gegner! 3 Skelette, wer hätte es gedacht bei diesem Raum, der irgendwie viel zu groß ist? Für gar nichts. Au. Au, geh kaputt. Au. Stirb. Okay, einer ist tot. Ah, der zweite auch gleich. Okay, der zweite ist tot, der dritte interessiert sich überhaupt nicht für mich. Macht nichts. Dann hauen wir dich immer einfach so kaputt. Stirb jetzt. Alter, danke. Und der Weg ist auf. Schön. Und hier ist wieder eine Truhe für uns. HD-Interface. Oh, guck mal, die Herzen. Oh, okay, das ist jetzt nicht HD, aber die Herzen. Ah, lebt wohl, reizende Pixel. Willkommen in Zukunft oder was auch immer da stand. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich im Kampf keine große Hilfe. Lass mir zumindest eure Wunden heilen. Boop. Dankeschön. Ja, warum machst du das nicht immer? Nein, das macht sie wirklich nur dieses eine Mal. Okay, hier ist eine Truhe. Loch. Oh. Um unsichtbare Monster loszuwerden. Das ist nicht unsichtbar. Ach, doch. Das steht unsichtbare. Wahrscheinlich stand da, unbesiegbare. Also im Englischen. Und das wurde einfach nur falsch übersetzt. Tschö, Monster. Okay, was haben wir hier? Noch eine Truhe. Truhen sind immer gut. Links oder rechts? Rechts. Hm. Ich hätte doch links nehmen sollen. Aber ich mag die Linke nicht. Nein, Quatsch. Politisch möchte ich mich hier überhaupt nicht äußern. Ja, jetzt geh kaputt. Du auch geh kaputt. Ja, danke schön. Dann nehmen wir links. Klick.
offen. Ich könnte jetzt natürlich zurücklaufen, aber ich laufe erst zurück, wenn ich Bomben habe. Weil dann können wir da unten noch mehr machen. Bringt dir nichts für jedes einzelne Ding zurückzulaufen. Wirbelwind. Oh ja. Okay, okay. Jetzt muss ich also abpassen. 1, 2, 3. Hält die Klappe. Okay. 1, 2, 3. Hält die Klappe, dann kann ich rüber. 1, 2, 3. Und ich kann rüber. Perfekt. Das habe ich schlau gelöst, weil ich bin... Oh Gott. Du kriegst mich nie. Haha. Ah, du lebst ja noch. Oh, das sind 2. Nein. Die sind so schnell weg. Au. Okay, einer ist tot. Au. Und der zweite ist tot. Ich brauche Heilung. Kaere, sei mich doch. Lichterrätsel. Echte Arbeiter müssen stark und schlau sein. Ja, dann würde ich sagen... Fangen wir doch einfach mal hier an. Blick, blick, bling, bling, bling. Oh, fuck. Das war natürlich sehr dumm. Fangen wir hier an. Nicht runterfallen, nicht aus Versehen falschen Schritt gehen, weil damit alles resettet. So, so, so. Und fertig ist die Kacke. Und offen ist der nächste Raum. Und hier möchte ich bitte ein Herz von haben. Dankeschön. Danke, hä? 1, 2 und tot. Da hinten geht's weiter. Ja, dann gucke ich doch mal. Also ich würde jetzt nicht so gern auf die Stacheln am Boden treten. Au. Nein! Mann! Raum des Todes, ey. Was ist hier drin? Ein Schlüssel! Schön. Gut, dass wir auch nur, na, okay. Was geht hier lang? Okay, hier könnten wir auch lang gehen. Ja, perfekt. Dann haben wir es doch geschafft, ohne uns zu verletzen. Also der Rückweg zumindest. Und was ist hier drin? Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Speichern ist nie verkehrt. Und hier? Lava. Hier verwandelt sich... Geil! Minecraft-Anspielung. Die hier verwandelt sich in kein Obsidian. Okay. Okay, was pustet ihr schon wieder? Ich habe Angst. Oh, da oben ist eine Truhe. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Was da auf ihr hintretet. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh, das sieht aus, als könnte man das da wegbomben. Das hier. Oh ja. Kann man hier lang? Hier lang geht's auch. Hier lang. So. Ah, hier nicht. Hier aber so. Ja, das andere wäre auch unfair gewesen. So, was ist hier drin? Automatisch Feuer. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist hier hinten was? Nö, gar nichts. Absolut überhaupt nichts. Au! Okay, versuchen wir es nochmal. Au! Okay, versuchen wir es nochmal. Ich laufe einfach durch. Hashtag YOLO! Okay, jetzt laufe ich nicht mehr einfach durch. Ah, als Maul! Halt dein Maul, bitte! Ah! Geräusch! Nein! Nervendes Geräusch ist nervend! Ah! Ah, dankeschön. Oh nein! Nicht jetzt! Skelett, please! Oh, fuck! Viel zu viele! Au! Nein! Ich werde nicht sterben! Ich werde nicht sterben! Ihr könnt mich alle... Nein! Ah, ich bin gestorben! Okay, fortfahren. Ach Mensch, ey. Aber wir starten hier zum Glück wieder. Das ist ja noch relativ obsidian, wollte ich sagen. Relativ human war das, was ich eigentlich sagen wollte. Oh, ich habe kein gutes Gefühl bei der... Ach, ich sag das gar nicht mehr. Das war schön. Da kommen wir nicht lang, aber... Ich sage dazu jetzt gerade erstmal nichts, okay? Das ist mir ein bisschen peinlich gewesen gerade. So, hier können wir... Na, Mann! Na, was der Scheiß? Ich sollte sehen, wo ich hingucke. Ich sag am besten überhaupt nichts mehr, ey. Sehen, wo ich hingucke, bin ich bescheuert? Ich sollte gucken, wo ich hingehe, so. So, hier lang und hier kann ich auf jeden Fall durchlaufen. So, und jetzt nix mit Hashtag YOLO, sondern mit Hashtag aufpasst und vorsichtig sein, du Idiot. So, dann funktioniert das auch alles hier. Ah! Nein! Schon wieder viel zu viel Feuer. Und hier kommen wir tatsächlich in den Fallenraum erneut. Ah, oh mein Gott, oh, was für eine Überraschung! Nein! Macht nichts, denn wir sind jetzt nicht ganz tot. Wir sind noch nicht halbtot. Du stirbst. Du blödes Skelett, du stirbst zuerst. Au! Nein! Du stirbst. Und. Alter, das ist viel zu viel Action, was hier gerade abgeht, ey. Party Action! Oh shit! Okay, du bist tot. Du bist tot. Du bist tot, du bist tot. Du. Nein! Au! Nein! Nein! Bitte!
Nicht schon wieder! Hier ist ein Herz drin. Loop. Nein, 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 nein. Okay, hu. Okay, das zweite Skelett. Okay, eins. Noch ein Schlag. Okay, er ist tot. Okay, au! Okay, du blöder Zauberer. Halt dein Maul jetzt. So. Ist hier noch was? Okay, hier ist eine Truhe. Was haben wir hier drin? Bossschlüssel. Oh, shit. Wir können auf jeden Fall jetzt zum Boss gehen, offensichtlich. Aber wir gucken uns natürlich erstmal hier in diesem Raum genauer um. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Da muss es doch irgendwie lang gehen. Da muss es doch irgendwie, muss es da doch einen Weg geben, um da hinzukommen. Frag mich aber nicht wie, ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh, hier ist nämlich noch ein Mr. Skeleton, ja. Und hier sind noch Herzen. Au! Aua! Das tut weh, hört auf bitte damit, dankeschön. Ey, danke, ey. So, geil. Auf jeden Fall haben wir das geschafft. Und wir können jetzt zum Boss gehen und diese Minen beenden. Und nicht ganz, denn ich möchte hier noch die Secrets. Da oben ist noch was. Da oben habe ich was gesehen. So, ich würde sagen, das war's aber erstmal für diesen Part. Und wir sind zum nächsten Part. Wenn es wieder heißt Let's Play Evoland, dann werden wir die Noria-Mine wirklich durchmachen mit ein Viertel Herzen. Bis dann, Leute. Haut rein.